Heute. Rückenschmerz, lass nach. Training, Tabletten oder OP? Oh, ich habe schon lange Rückenschmerzen. Allein vom Kinderschleppen ist es schon länger, also sicher 20 Jahre oder so. Mal besser, mal schlechter. Unterschiedlich. Habe ich gehabt, ja. Ich habe sehr viel gelitten. Ich bin Musiker und aufgrund der Haltung habe ich immer Verspannungen gehabt. Und daher tue ich was wie meine Gesundheit. Und zwar, ich gehe zum Kiesertraining. Und schau, dass ich meine Muskeln stärke. Ich habe Rückenschmerzen seit 12 Jahren und ich habe große Probleme mit meinen Bandscheiben. Gehe immer Therapie, mache ich beim Dr. Baumann. Mein Hausarzt spritzt mir immer. Aber leider, es geht nicht vorbei. Ja, ich war ganz oft beim Orthopäden, weil ich meine Wirbelsäule ausgekränkt habe. Und dann bin ich eingekränkt worden wieder so ein bisschen. Und ja. Und seitdem mache ich Yoga, um die Rückenmuskulatur zu stärken und jetzt passt es ganz gut. Ich bin noch nicht in dem Alter, wo ich jetzt aktiv daran arbeite, aber ich glaube, früher oder später wird es notwendig werden. Gymnastik und den Arzt. Beides. Ich habe einen Bandscheibenvorfall gehabt vor kurzem und massivst Rückenschmerzen. Ja. Also ab und zu schaue ich, dass ich mich massieren lasse. Gymnastik mache ich leider viel zu wenig. Also ich müsste mehr dagegen tun, aber bin da leider etwas zu faul. Mein Orthopäde war lustig, wie ich ihn gefragt habe, was kann ich jetzt dazu beitragen, dass das nicht wiederkommt, hat er gemeint, gar nichts, bewegen. Also das tue ich jetzt, bewegen, sportlich versuchen zu leben, jeden Tag Gymnastik, einmal in der Woche Pilates, also halt alles gezielt auf die Rückenmuskulatur. Haben Sie sich heute schon ausreichend bewegt oder haben Sie ein Kreuz mit dem Kreuz oder wird vieles auf Ihrem Rücken ausgetragen oder lastet so einiges auf Ihren Schultern? Schon allein unsere Sprache zeigt, dass die Rückenbeschwerden eine der häufigsten Erkrankungen in Österreich sind und eigentlich kann man fast sagen eine Volkskrankheit. Herzlich willkommen hier in der Runde und vor dem Bildschirm zu einem weiteren gesunden Gespräch auf ORF3 aus dem TechGate Vienna. Viele Studien deuten darauf hin, dass wir in dieser sitzenden Gesellschaft einfach zu wenig Bewegung machen, dass das die Hauptursache von Rückenschmerzen sein dürfte. Aber natürlich gibt es auch eine Vielzahl ganz anderer möglicher Auslöser und Ursachen. Und das, was uns heute Abend ganz besonders interessiert, welche Therapiemöglichkeiten gibt es, um Menschen, die chronische Schmerzen haben und chronische Rückenbeschwerden haben, zu unterstützen und zu helfen? Dazu darf ich heute Abend bei mir im Merin-Sprechzimmer folgende Gäste herzlich begrüßen. Susanne Fiala, Leiterin der Selbsthilfegruppe Schmerz, selbst chronische Schmerzpatientin. Sie sagt: Patienten eine adäquate Therapie wissentlich vorzuenthalten, finde ich nicht nur menschenverachtend, sondern auch gesetzeswidrig. Universitätsprofessor Dr. Dr. Hans-Georg Kress, Vorstand der Abteilung Spezielle Anästhesie und Schmerzmedizin der Medizinischen Universität und AKH Wien. Sein Credo: Im Kampf gegen den Schmerz im Kreuz brauchen wir nicht mehr, sondern weniger Hightech-Verfahren und Operationen. Es braucht gezielte Abrüstung zugunsten planvoller Diagnose und Behandlungspfade. Dr. Michael Bach, Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, ärztlicher Leiter des Therapiezentrums Justus Park. Seine Erfahrung: Rückenschmerz behandeln, aber richtig. Die Therapie der Wahl ist die medizinische Trainingstherapie, ergänzt durch schmerzpsychotherapeutische Maßnahmen. Tabletten und OPs sind nur bei sehr speziellen medizinischen Problemstellungen zielführend. Ich würde gerne eine Frage an Sie drei richten, ganz am Anfang. Ich denke mir, den Schmerz, den gibt es, solange es den Menschen gibt. Das ist ja nicht etwas Neues. Die Frage ist sozusagen der Umgang damit. Und wir erreichen heute die Möglichkeit, auf dem Mond sogar von der Rückseite zu landen, weil es technisch so eine Herausforderung ist. Es gibt andere technische Höchst- und Glanzleistungen, aber trotzdem haben wir Menschen, die immer noch oder dauerhaft Schmerzen haben. Und die Medizin ist offensichtlich hier mit der Heilung noch
sage ich einmal, nicht ganz so weit wie mit dem technischen Fortschritt. Darf ich vielleicht Sie als allererste bitten, Sie haben ja eine leidvolle Geschichte und Erfahrung, so wie Sie es auch in Ihrem Eingangsstatement gesagt haben. Wie erleben Sie diese Situation? Ich muss sagen, wenn man jetzt sagt, Schmerzpatienten sind chronisch unterversorgt, also das ist das Wesentliche. Ein Schmerzpatient, der sich bei mir meldet, ist schon einmal sehr verzweifelt. Wie er in diese Situation kommt, das ist wahrscheinlich bei jedem Patienten anders. Aber bei mir war es zum Beispiel so, da geht es schon 30 Jahre, und bei mir war Bewegungsmangel sicher nicht die Ursache, sondern gerade das Gegenteil, zu viel Sport, zu viel falscher Sport. Und dann auch der Ehrgeiz, ja, Indianer kennt keinen Schmerz, da komme ich drüber. Ja, und dann habe ich den Zeitpunkt verpasst, wo ich wahrscheinlich zurückstecken hätte müssen und doch mehr ärztlichen Rat einholen oder mehr darauf Rücksicht nehmen, dass es nicht mehr so ist, wie es war. Darf ich da vielleicht ein bisschen nachfragen, warum glauben Sie, ist es so schwierig? Sie sind mittlerweile durch Ihre Selbsthilfegruppe schon eine, sagen, sehr erfahren und haben ein tief vertieftes Wissen. Warum ist es so schwierig, Schmerzpatienten zu helfen? Es ist deswegen schwierig, weil die Patienten, die zu mir kommen, schon sehr lange Schmerzen haben. Das sind keine Anfänger, wie wir immer sagen, sondern das sind schon langjährige Patienten, die 10, 20 Jahre Schmerzen. Da spricht man schon, weil wir die beiden Herren dann das vielleicht noch erläutern, vom chronischen. Das macht den Unterschied zwischen akut und chronischen Schmerzen. Oft mehrfach operiert, also verzweifelt letztendlich. Mhm. Und da ist es natürlich schwierig, die Menschen aus diesem Teufelskreis herauszukriegen. Und das kann man nur in einem multimodalen. Darauf möchte ich noch zu sprechen kommen, würde gerne auch die gleiche Frage an Sie beide als Experten richten. Das war schon sehr einleuchtend, aber was ist Ihre Erfahrung? Warum ist es so schwierig, Schmerzpatienten zu helfen? Zunächst nämlich einmal befriedigend zu es helfen, ist nicht zu helfen. Schwierig, weil wir unterscheiden müssen zwischen akutem und chronischem Schmerz. Akuter Schmerz gehört, wie Sie gesagt haben, eigentlich zum täglichen Leben. Wir alle kennen, erfahren akuten Schmerz. Kommen damit aber in unserer Gesellschaft in letzter Zeit nicht mehr so gut zurande, weil wir die Erwartung haben, in einer Gesellschaft, die auf dem Mond landen kann, sogar hinter dem Mond landen kann, dürfte Schmerz kein Problem sein, der muss beseitigt werden. Der chronische Schmerz hat dann eigentlich die Problematik, dass wir verhindern müssen, dass akute Schmerzen chronifizieren. Wie lange spricht man von einem akuten Schmerz? Beim Kreuzschmerz sind das die ersten 6 Wochen. Mhm. Danach ist er schon subakut, wie wir sagen. Das dauert etwa 12 Wochen. Nach 3 Monaten, trotz Behandlung, ist er chronisch. Mhm. Und eigentlich wollen wir das verhindern. Unser ganzes Bestreben muss dahin gehen, weniger chronischen Schmerz bei unserem Patienten zu sehen. Ihre Meinung? Sie haben schon gesagt, der Schmerz ist so alt wie die Menschheit selbst. Ja. Und offensichtlich haben wir es heutzutage verlernt, selbstregulierend auf unseren Körper, unser Wohlbefinden einzugreifen. Wir delegieren das ein Stück weit auch an die Medizin. Schon vor 20 Jahren hat ja die Internationale Schmerzgesellschaft ein Papier herausgebracht, wo sie das auch kritisiert hat, dass zu viel abgegeben wird. Und wir versuchen heute mühsam, diese Selbstkompetenz den Betroffenen schrittweise wieder zurückzugeben. Darf ich vielleicht dieses Wort, das ist Will genau ein Wort, sagen? Genau, da spüre ich Sie, wenn Sie sagen eben Selbstkompetenz, würden Sie, ja, weil Sie das auch so begonnen haben und Sie waren sehr zurückhaltend, aber vielleicht für viele, die uns zuschauen, wollen Sie, nur wenn Sie es wollen, ja, Ihre eigene Geschichte ein bisschen erzählen? Wie hat es angefangen? Welche Art von Schmerzen haben Sie? Wo sind Sie heute? Wie geht es Ihnen heute? Angefangen hat es bei mir eigentlich schleichend. Und darum habe ich mich nicht sehr behindern lassen. Und bis dann eines Tages... Was für Art von Schmerz? Halswirbelsäulenschmerzen, mhm, und Schmerzen in den Schultern. Aber nie so, dass ich zum Arzt gegangen wäre, sondern ich habe gedacht, schafft man schon mit Bewegung,
Turnen, physikalischen Therapien, Akupunktur und so in diese Richtung. Da haben Sie schon was unternommen? Habe ich schon unternommen, ja. Jawohl. Und dann war es plötzlich so, dass ich einen akuten Schmerz hatte im Arm. Und der war so akut, dass ich in die Unfallambulanz gefahren bin, weil es war unerträglich für mich. Also vom Büro weg in die Ambulanz. Dort hat man mir den Arm eingegipst, hat gesagt, das ist eine Sehnenscheidenentzündung. Auf mein Argument, ich schreibe ja gar nicht, ist man nicht eingegangen. Also ich hatte einen Gips für 5 Tage. Es wurde natürlich nicht besser. Und so kam dann ein Problem zum anderen. Es wurde nicht besser. Ich ging zum Orthopäden, der hat infiltriert. Ja, infiltriert, dann Spitalsaufenthalt. Speising war damals mein zweites Wohnzimmer. 3-mal im Jahr habe ich diese ganzen Behandlungen absolviert. Und so habe ich mich eigentlich durchlaviert bis zur ersten Operation, wo dann... Was wurde da operiert, wenn ich fragen darf? Da wurde in der Halswirbelsäule zwischen C5 und 6 also ein Prolaps, Sie sind also ein so eine Expertin zwischen dem 5. und 6. Halswirbel. Ja. Ja. Ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert, der auch die umliegenden Nervenwurzeln eingeengt hat. Und der wurde, also die Bandscheibe wurde herausgenommen und ersetzt durch eine Sulfix-Blombe. Und es ging Ihnen nachher trotzdem nicht besser? Es ging mir nachher ein paar Monate sehr gut, aber nur ein paar Monate und dann war es schlechter als zuvor. Dann hat sich das fortgesetzt und dann war ich bei einem Schmerztherapeuten. Dann wurden die Behandlungen immer intensiver. Also alles, was es auf dem Gebiet, glaube ich, gibt, habe ich durch meinen Arzt erfahren, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Aber letztendlich wurde die zweite Operation dann auch unumgänglich, weil die ganze Halswirbelsäule instabil war und das Risiko doch zu groß war, durch eine falsche Bewegung querschnittgelähmt zu sein. Das klingt wie eine, muss ich sagen, ganz schlimme, aber typische Geschichte einer chronischen Schmerzpatientin, oder? Ja. Darf ich Sie da gleich, ich möchte das verbinden, diese Geschichte und Ihnen eine spezifische Frage stellen. Sie haben in Ihrem Einleitungsstatement eine sehr provokante Äußerung gemacht, die man sich sonst von einem Schulmediziner nicht erwarten würde. Sie haben gesagt, wir verwenden zu viel Hightech in der Diagnostik. Und Sie haben auch gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe und Sie korrigieren mich, wir operieren zu früh und zu schnell. Würden Sie das gerne präzisieren? Und vielleicht kann man, das ist ja sozusagen fast exemplarisch, wenn ich das so sagen darf, wenn Sie das jetzt so zusammenfügen. Frau Fiala ist an sich als Patientin ein typisches Beispiel dafür, worauf es bei der Erstdiagnostik ankommt. Nicht auf sehr viel Hightech, auf klinische Diagnose. Sie kam mit den Zeichen eines Bandscheiben, eines am Hals stattfindenden Bandscheibenvorfalles. Und das ist etwas, was wir salopp in der Medizin als Red Flag bezeichnen. Ein Warnsignal. Hier muss ich dann tatsächlich diagnostisch mit Hightech einsteigen, MRI unter Umständen. Und dann hat es auch Konsequenzen. Interventionelle, das heißt Eingriffe, Operationen, weil Defizite zu befürchten sind. Die meisten Patienten allerdings, die zum Beispiel mit Kreuz- oder auch Nackenschmerzen kommen, haben keine solchen Red Flag-Symptome, sondern haben einfach unspezifische Schmerzen, wie wir sie auch nennen. Und diese unspezifischen Schmerzen, die brauchen keine große Hightech-Diagnostik, die müssen nach Ausschluss dieser Red Flag-Warnsignale einfach behandelt werden als harmlose, mit guter Prognose ausgestattete Beschwerden, die man vor allem mit Bewegung, also aktiv angehen kann, auch durch Erklärung, aber nicht sprechen glaube, mit dem da Patienten. Ist ja das, aber nicht die Bewegung, wenn ein tatsächlicher so Bandscheibenvorfall ist, der auf den Nerven draufdrückt. Genau. Vielleicht würde ich gerne das verstärken, was Sie sagen. Wenn da kein Bandscheibenvorfall ist und es diffuse andere Schmerzen sind, werde ich auch in der Magnetresonanz nicht sehen. So ist es. Also wenn man, glaube ich, eine Analyse machen würde von Magnetresonanzuntersuchungen der Lendenwirbelsäule oder der Halswirbelsäule, würde man zig sehen, bei denen
banale Veränderungen sind und ich würde dann einen Befund behandeln und nicht das Befinden eines Patienten. So ist es. Und da spielt es, glaube ich, eine große Rolle, auch wenn man zu Rückenschmerzen kommt. Sie leiten einen der modernsten Therapieparks in Europa und Sie haben sozusagen frei nach Paracelsus auch ein Motto ausgegeben, heile den Geist und du heilst den Körper. Darf ich Sie ein bisschen provozieren? Ein Spruch, der an und für sich nachvollziehbar ist, gescheit ist, aber gilt das wirklich auch bei Rückenschmerzen? Der Mensch ist ja eine Einheit. Wir sprechen heute auch beim Schmerz vom sogenannten biopsychosozialen Modell. Das heißt, bei jeder Art von Schmerz haben wir körperliche Anteile, seelische Anteile und soziale Anteile. Also zum Beispiel das System, in dem ein Individuum lebt. Das ist halt beim einen mehr das Körperliche, beim anderen mehr die anderen Aspekte. Und es ist schon das Wort multimodal gefallen. Wir haben sehr wirksam definieren. Multimodal, das genau, gar nicht. Multimodal heißt verschiedene Therapiemaßnahmen gleichzeitig. Wir haben sehr wirksame Waffen in der Bekämpfung von Schmerzen, aber eine isolierte Methode alleine ist beim chronischen Schmerz oft unzureichend. Und wir sollten meiner Meinung nach sehr frühzeitig relativ verschiedene Methoden miteinander kombinieren. Und wie ich schon vorher gesagt hatte, auch Methoden, die auf Selbstkompetenz und Selbstwirksamkeit abzielen, sodass die Betroffenen nicht nur sich dem Schmerz ausgeliefert fühlen, sondern dass sie auch aktiv in das ganze Geschehen eingreifen können. Ich finde das ganz toll, was Sie gesagt haben, dass wir das Gebiet aufmachen. Ich glaube, die Schulmedizin muss umdenken. Und nicht, weil ich immer stärkere Schmerzmedikamente mit immer weniger Nebenwirkungen habe, einfach die Dosis steigern oder zwei Präparate addieren. Da würde ich Sie gerne fragen, wie erleben Sie das, wenn Sie das so hören? Und vor allem, Sie teilen ja auch viele Schicksale, weil bei Ihnen kommen ja in die Selbsthilfegruppe auch andere. Das heißt, Sie haben nicht nur die eigene Erfahrung, sondern die Erfahrung vieler Betroffener, die zu Ihnen kommen. Richtig. Für wie wichtig erachten Sie diese, ich lasse das Bio raus, die psychosoziale Kompetenz und Betreuung in meiner Phase als Schmerzpatientin? Sehr wichtig, sehr wichtig. Nur leider werden die Patienten abgelehnt, wenn sie einen Antrag stellen auf Psychotherapie oder auf psychotherapeutische Begleitung. Abgelehnt von wem? Von den Krankenkassen, wegen unzureichender Erfolgsaussichten. Ja, mag ist das sein. So? Also es gibt keinen Gesamtvertrag für Psychotherapie. Das ist im Wesentlichen eine Wahlleistung und damit auch ein Kostenfaktor für Betroffene. Es gibt zwar regional einzelne Modelle, wo man direkt abrechnen kann mit den Kassen, aber im Prinzip ist Psychotherapie nach wie vor eine Wahlleistung. Bei Schmerzpatienten, bei allen. Und ich würde gerne hinzufügen, das ist nicht multimodal im klassischen Sinne. Genau. Denn es ist eben nicht multimodal, wenn man einen externen Psychologen mit einem Orthopäden und einem Schmerztherapeuten und einem Physiotherapeuten, die aber nicht wirklich räumlich zusammenarbeiten, kombiniert. Multimodal heißt, ich habe ein Gesamtkonzept. Und ein Zentrum. Nach Möglichkeit an einem Zentrum. Und wenn ich noch etwas Selbstkritisches sagen darf für die Ärzteschaft und vielleicht, um niemanden zu beleidigen, über mich selber, das Wissen auch über Schmerztherapie wird heute ja sehr gerne delegiert, weil es gibt Menschen wie Sie, die sozusagen ausgewiesene Schmerzmediziner sind. Und damit denkt man sich, ich kenne mich da nicht aus mit den Schmerzmitteln und mit den Nebenwirkungen. Da gibt es doch die und die und schickt es weg. Dadurch fehlt das Verständnis, das Wissen und es fehlt an solchen Zentren. Darf ich einen Augenblick aber noch einmal zum besseren Verständnis, zum Ursprung zurückkommen? Sie haben auf den Zusammenhang Körper, Geist und Seele hingewiesen. Wie kann ich mir das vorstellen, dass meine Seele und mein seelisches Befinden Rückenschmerzen auslöst? Also Lebensstilfragen spielen eine Rolle, Bewegungsmangel, verschiedene Belastungen, Konflikte, die wir nicht entsprechend bearbeiten können. Auch frühkindliche Erlebnisse, die später sich wiederholen in Beziehungen. Wobei mir ganz wichtig ist, da jetzt kein Entweder-Oder zu propagieren. Ich glaube, es ist immer ein Sowohl-als-auch mit unterschiedlicher Gewichtung. Wir haben früher die Zweiteilung gehabt, der Schmerz ist körperlich begründet, der ist eher seelisch begründet.
Diese Zweiteilung muss man heute fallen lassen. Es ist letztlich immer eine individuelle Gewichtung all dieser Faktoren. Und daher sollte sehr frühzeitig auch so ein multimodales Konzept, in dem eben diese verschiedenen Aspekte auch einfließen, als koordiniertes Vorgehen auch gestartet werden. Bevor wir über die Therapiemöglichkeiten bei Rückenschmerzen noch genauer sprechen, würden wir Ihnen gerne einiges zu Mythen, den Rückenschmerzen betreffend und Schmerzen überhaupt, zeigen. Stimmt es, dass Wärme bei Rückenschmerzen hilft? Wärme kann bei Rückenschmerzen helfen, vor allem dann, wenn wir von Muskelverspannungen sprechen. Aber Wärme ist sicher nicht ein Allheilmittel für jegliche Rückenschmerzen. Ja, aus meiner Erfahrung würde ich das bestätigen. Die Wärme führt einfach dazu, dass eine bessere Durchblutung stattfindet und dann damit Erleichterung am Körper spürbar wird. Wärme kann dann hilfreich sein, wenn es sich um eine muskuläre Verspannung handelt. Wenn jedoch entzündliche Geschehen vorliegen, dann kann Wärme die Situation manchmal sogar verschlechtern. Dann wäre eine milde Kälte das Mittel der Wahl. Stimmt's, dass man sich bei Rückenschmerzen schonen soll? Genau das Gegenteil eigentlich. Es ist eher zu empfehlen, dass man aktiv wird, dass man Bewegung macht, dass man vielleicht, und aus meiner Erfahrung als Pilates-Trainer, ein geführtes, ein angeleitetes Training in Anspruch nimmt, um eben die Beweglichkeit zu erhöhen, um die Muskulatur zu kräftigen und damit eben ein besseres Körpergefühl entwickeln kann. Da gibt es zahlreiche Studien, die mittlerweile belegen, dass Bewegung besser ist als Schonung. Das heißt, Bewegung ist immer hilfreicher als nichts zu tun, wobei die Bewegung im schmerzfreien Bereich erfolgen sollte und nach Möglichkeit angepasst an die vorliegende Schmerzursache. Stimmt es, dass Rückenschmerzen nur für Sportmuffel ein Problem sind? Wenn dem so wäre, hätte ich keine Sportler mit Rückenbeschwerden in meiner Praxis. Das ist leider nicht so, also es kommen auch immer wieder Sportler. Dann ist die Ursache meist jedoch aufgrund von sportartspezifischen Überlastungen beziehungsweise einem Training, in dem zu wenig Schwerpunkt auf Rumpfstabilität gelegt wurde und dadurch ein muskuläres Ungleichgewicht entstanden ist. Tatsache ist, dass sportliche Aktivität die Wahrscheinlichkeit für Rückenschmerzen deutlich verringert. Also, dass zu wenig Bewegung nicht gut ist, das steht außer Frage, aber auch zu viel an Bewegung kann nachteilig sein, wenn man zu wenig regeneriert und dann auch zu wenig achtsam seinen beliebten Sport betreibt. Stimmt es, dass harte Matratzen Rückenschmerzen lindern? Das ist individuell sehr verschieden. Also wenn die Matratze zu hart ist, dann kann das sogar zu muskulären Verspannungen führen. Wenn die Matratze zu weich ist, dann kommt es zu Instabilitäten. Das ist auch nicht günstig für die Wirbelsäule. Das heißt, im Idealfall sucht man eine mittlere Härte und liegt tatsächlich für mehrere Nächte auch mal Probe auf einer Matratze. Und für mein Dafürhalten ist es, dass der Körper eine Matratze braucht, die ihn entspannt. Und dazu gehört für mein Dafürhalten auch ein entsprechender Polster, sodass die Wirbelsäule wie auch die Halswirbelsäule entspannen können. Wenn man längere Zeit sitzt, in einer derselben Haltung verbleibt, ob das schädlich ist für die Rückenposition? Das ist die Frage. Ja, generell ist es so, dass langes Sitzen oder Verharren in einer Position Rückenbeschwerden begünstigt. Natürlich hat dann auch zu wenig Bewegung Auswirkungen auf den Stoffwechsel, der reduziert ist, und auch auf das Bindegewebe. Stimmt es, dass man bei Rückenschmerzen sofort zum Arzt gehen sollte? Ja und nein. Es ist sicher gut, wenn man sich eine Diagnose von einem Arzt holt, um das Problem abzuklären. Aber ganz sicher auch so, dass es oftmals ausreichend ist, wenn man konservative Herangehensweisen wählt, wie zum Beispiel eben ein geführtes, kontrolliertes Training unter Anleitung. Fast 70% aller Menschen bekommen im Laufe des Lebens behandlungswürdige Rückenschmerzen, beziehungsweise fast 100% haben irgendwann einmal leichte Rückenschmerzen. Das heißt, man muss nicht beim kleinsten Rückenschmerz oder beim kleinsten Ziehen bereits den Arzt aufsuchen. Aber wenn Beschwerden nach kürzerer Zeit, wir reden davon ein paar Tagen, nicht verschwinden, wenn zusätzliche Symptome, sogenannte Alarmsymptome auftauchen, dann ist in jedem Fall ein Arzt aufzusuchen. Schmerzen im Rücken sind ganz offensichtlich eine Volkskrankheit und können eine Vielzahl von verschiedenen Ursachen haben. Trotzdem stellen wir fest, dass viele Schmerzambulanzen in Österreich geschlossen werden oder multimodale Zentren offensichtlich zu wenig vorhanden sind. Die Frage, die ich jetzt an Sie drei habe und würde gerne mit Ihnen beginnen,
Ist der Schmerz im österreichischen Gesundheitswesen ein Stiefkind? Ja, absolut, absolut. Darf ich kurz einen Satz vorlesen? Ein nächster Schritt in der Optimierung der Versorgung chronischer Schmerzpatienten wird ein breites Angebot an multidisziplinären Schmerzeinrichtungen sein, die Schmerztherapie auf ein hohes Niveau anbieten, erklärt Professor Bach 2008. Da haben wir eine Umfrage gemacht unter Schmerzpatienten und da kam heraus, dass sich alle sehr schlecht versorgt fühlten. Es war dann eine Pressekonferenz, es war in allen Zeitungen ein Skandal, es muss sofort was passieren. Das ist jetzt genau 10 Jahre her. Und wir Patienten fragen uns natürlich, wir haben das vorige Woche von der Frau Dr. Krügel wieder gehört in einem Interview. Ich hoffe, er hat fast wortwörtlich das Gleiche gesagt. Da steht auch, dass bereits ein Papier vorgelegt wurde. Ja, wir würden das unbedingt brauchen, glaube ich. Nicht für das Gros der Schmerzpatienten, sondern für den kleinen Teil, den der Professor Kress auch angesprochen hat, für diejenigen, die eben eine multimodale Therapie tatsächlich brauchen. Und wir würden gerne wissen, wo dieses Papier ruht. Sie sind drei Insider. Was ist dieses Papier? Welches Papier hat die Frau Fiala gemeint? Dieses Papier war unter der Präsidentschaft von Professor Bach als Präsident der Österreichischen Schmerzgesellschaft von vielen Fachgesellschaften unter Federführung der Österreichischen Schmerzgesellschaft mit dem ÖBIG, dem österreichischen damaligen Bundesinstitut für Gesundheit, im Auftrag des Ministeriums, nicht von irgendwem, erarbeitet worden. Es war ein wirklich hervorragendes Konzept für ein abgestuftes, integriertes, multimodales, letztlich dann auch in der Endausbaustufe, flächendeckendes Versorgungssystem in Österreich für chronische Schmerzpatienten. Dieses Papier wurde, was an sich schon eine Leistung war, von allen maßgeblichen Fachgesellschaftsrepräsentanten unterzeichnet. Die Orthopäden, die Neurologen, die Physiotherapeuten, die Internisten, Rheumatologen, Onkologen, viele waren im Boot. Man würde fast sagen, Mission Impossible normalerweise. Das ist gelungen. Und danach ist dieses Papier auf den politischen Entscheidungsweg geschickt worden und dort irgendwo verschwunden. Nachdem Sie sozusagen einer der Väter, wenn nicht der Vater waren, wie darf ich das interpretieren, dass das sozusagen auf dem Weg dann versandet ist? War es eine Frage, kein Interesse im Gesundheitsministerium, kein Geld dafür? Wovon reden wir, dass das bei Menschen, die sozusagen völlig an Lebensqualität einbüßen und deren Leben der dramatisch. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwann Schmerzen gehabt und jeder von uns weiß, und wenn der Schmerz nur kurz ist, das Einzige, was man dann will und das Einzige, was wichtig ist, der Schmerz möge aufhören. Oder alles wird unwichtig, wenn ich diesen Schmerz habe. Wie ist es möglich, dass so ein wichtiges Thema im öffentlichen Gesundheitsbereich dann sozusagen irgendwo, ich verwende meinen Ausdruck, Sie haben das alle drei nicht gesagt, versandet? Was nicht zu Ende verhandelt werden konnte, ist das Finanzierungsmodell. Und ich glaube, eine große Sorge der Entscheidungsträger war, dass mit so einem Konzept unheimlich viele sündteure, riesengroße Schmerzkliniken entstehen. Und wenn man das Papier aufmerksam liest, dann steht genau das drin, weil das waren sehr bewusst in der Gestaltung, dass es eine abgestufte Versorgungskette vom Hausarzt bis zur Spezialklinik braucht, damit man eben auch entsprechend Ressourcen steuern kann und lenken kann, weil es ja gar nicht sinnvoll ist, dass jede Patientin, jeder Patient mit sogenannten unspezifischen Kreuzschmerzen in eine Schmerzklinik geht. Ja. Das ist in dieser Konzeption enthalten und so gesehen würden wir mit diesem Papier auch mithelfen, entsprechend Ressourcen zu lenken. Jetzt haben wir 2019. Genau, das sind 10 Jahre später. Das sind mehr als 10 Jahre später, macht einem sozusagen sprachlos. Jetzt sage ich einmal provokant, müssen alle österreichischen Schmerzpatienten auf die Straße gehen, damit hier das Problembewusstsein steigt.
Und wir wissen doch mittlerweile in jeder Ausbildung, die Weltgesundheitsorganisation hat doch schon längst sozusagen diesen Stufenplan über ganz Europa, damit auch jeder niedergelassene Arzt weiß, das sind die Schmerzmedikamente Basisstufe, wenn das nicht hilft, Stufe 2, Stufe 3. Das ist ja, ich sag's einmal jetzt sehr flockig formuliert, Common Sense. Das ist ja jetzt nicht mehr, dass wir hier sitzen und zwei Top-Experten haben heute Abend etwas Außergewöhnliches. Wir haben drei Top-Experten, ja, leider, weil die Frau Fierer als Betroffene da sitzt. Und das finde ich ganz essentiell, so wie Sie sagen. Eigentlich unterschätzen die Betroffenen ihre Bedeutung. Und sie müssen, glaube ich, nicht auf die Straße gehen. Aber da ein entsprechendes Bewusstsein zu schärfen, Ihre Initiative geht ja seit vielen Jahren in diese Richtung. Ich denke, dass das unbedingt weitergehen sollte und dass da auch noch etwas zu holen wäre. Jetzt sage ich etwas völlig Unmedizinisches und Sie sind mir, vor allem Sie sind mir nicht böse, wenn ich das sage. Aber wenn ich darüber nachdenke, warum funktioniert es nicht, drehe ich es einmal um. Menschen, die Schmerzen haben, fehlen auch im Arbeitsprozess. Wenn ich schon jetzt nicht sage, dass es mir ein Anliegen ist als Arzt oder als Gesundheitsministerin oder was auch immer, dann ist es ja schon volkswirtschaftlich eine spannende Geschichte, wie viele Fehltage Menschen haben, die Schmerzen. Wollen Sie vielleicht beide zu dem etwas sagen? Aber da müsste doch die Politik, und wenn ich schon nicht menschennahe bin, dann denke ich mir schon aus volkswirtschaftlichen Überlegungen. Da gibt es Zahlen dazu. Es gibt sehr harte Zahlen sogar dazu. Ich kenne zum Beispiel die Zahlen aus Deutschland, das 10-mal größer ist. Man kann das dann einfach durch 10 teilen und auf Österreich runterbrechen. Nur für den Rückenschmerz, nur dafür gehen in Deutschland Jahr für Jahr an direkten Kosten für die Gesundheitsversorgung und indirekten Kosten, Fehltage, Produktionsverlust, 50 Milliarden Euro pro Jahr verloren. Das sind Kosten, mit denen könnte man enorm viel Gutes tun, nicht nur für die Schmerztherapie. Dividiert durch 10 würde heißen 5 Milliarden in Österreich. Und da reden wir noch gar nicht von dem Faktor Leid, sozusagen lindern, Menschen helfen. Wir reden über nackte Zahlen. Und deshalb verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum nicht auch die Versicherungen durchaus erkennen, dass selbst die Krankenversicherungen Geld sparen durch ein gestuftes, geplantes, mit Patientenpfaden gelenktes System. Ich bin sicher, dass man damit eher Geld spart, als Geld zusätzlich investieren muss. Ja, also wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen. Ich kann nur sagen, ich denke, wenn man bloß bei den praktischen Ärzten anfangen würde und den Leistungskatalog einmal überarbeiten würde, damit die Hausärzte einmal etwas mehr Geld verdienen würden, dann würden sie auch vielleicht die erste Anlaufstelle sind. Wohin wende ich mich mit meinem Schmerz zuallererst an? Dann hätten sie vielleicht auch Zeit, dass sie Kurse und dass sie Schmerztherapie, zumindest die Grundbegriffe der Schmerztherapie beherrschen, und dann könnten sie schon einen Teil der Patienten sicher behandeln. Wenn man aber ihnen die Zeit nicht lässt, weil man das Honorar kürzt, wenn man nicht einmal das Gespräch bezahlt, dann findet es ein Armutszeugnis, wo man doch weiß, dass das Gespräch, ich merke das bei den Patienten immer wieder, das Gespräch ist die halbe Therapie. Ihres Konzeptes, sozusagen die Zuwendung. Ja. Gerade Menschen im Schmerz brauchen noch mehr Zuwendung. Die sprechende Medizin. Die sprechende Medizin. Die sprechende Medizin. Schmerztherapie ist das. Die halt im Augenblick immer weniger spricht. Darf ich jetzt aber auch wieder sozusagen, Sie haben am Anfang ein klares Statement abgegeben, Ihnen ist zu viel Technik. Jetzt sind wir sozusagen bei der sprechenden Medizin. Aber es gibt doch Menschen, und das war gerade bei der Frau Fierle auch das Thema, und sie wurde operiert. Wann ist es aber doch Zeit, bei chronischen Schmerzen zu sagen, ich komme mit all dem, was wir hier besprochen haben, mit den Infusionen, mit den Medikamenten, mit der Physiotherapie, mit den Punkti-Punkti-Punkti nicht weiter? Wann gibt es die Indikation? Wann ist es doch richtig, einen Eingriff zu wählen? Das ist genau der Punkt. Zunächst einmal ist es nur sprechende Medizin, denn der Patient berichtet letztlich, woran er leidet. Und man kann allein aus den Berichten des Patienten sehr schnell schließen, ob solche Red Flags, solche Warnsignale vorhanden sind oder nicht. Sind keine Warnsignale vorhanden,
kann ich zunächst mal abwarten, aber natürlich nicht beliebig lange. Beim Rückenschmerz sagt man nach 6 Wochen. Ohne Besserung muss man auch eine Bildgebung beginnen, muss differenzialdiagnostisch in andere Richtungen denken, natürlich auch in die psychosoziale Richtung. Stimmt etwas am Arbeitsplatz nicht? Stimmt in der familiären Situation etwas nicht? Gibt es eine Depression, die ich vielleicht noch gar nicht erkannt habe? Also man muss dann nach 6 Wochen beginnen, wenn es nicht unter dieser Therapie deutlich besser geworden ist, auch weiter diagnostisch voranzugehen und nach möglichen Ursachen suchen. Eine Frage an Sie, und Sie korrigieren mich, wenn ich den falschen Eindruck habe. Stimmt es aus meiner Beobachtung, dass es sozusagen einen Altersgipfel gibt, dass man eher das Gefühl hat, diese Rückenschmerzen finden sich gehäuft zwischen dem 40., 60., 65. Lebensjahr, etwas weniger darunter und danach? Und dass mehr Frauen als Männer betroffen sind, stimmt das? Und wenn ja, wie würden Sie das interpretieren? Eine mögliche Interpretation ist, wir haben vorher schon davon gesprochen, den Unterschied zwischen Befund und Befinden. Schmerz ist eine Befindlichkeit oder als Psychiater würde ich sagen eine Befindlichkeitsstörung. Also eine ungünstige Befindlichkeit. Das kann manchmal mit Befunden zusammenhängen. Und die, das wissen wir, nehmen ja mit zunehmendem Alter auch zu. Degenerative Veränderungen etc. Abnutzungserscheinungen. Die Befindlichkeitsstörungen, die haben natürlich in einer mittleren Altersgruppe ein Maximum, weil wir da das Maximum der Belastungen im Leben auf uns haben. Sei es berufliche, private, andere Konflikte, Belastungen, die wir tagtäglich zu bewältigen haben. Und das hat natürlich genauso Auswirkungen auf den Schmerz. Das heißt, es muss jetzt nicht die Ursache der Schmerzen sein, aber es kann natürlich dieses Befindlichkeitsproblem am Leben halten, verschlechtern und chronifizieren. Und deswegen sollte man dort auch hinschauen. Wenn ich fragen darf, wie ist das bei den Menschen, die Sie aufsuchen und Ihre Organisation? Deckt sich dieses Bild? Haben Sie auch mehr Frauen als Männer, die zu Ihnen kommen? Und stimmt das auch von dem Altersgipfel? Ist Ihre persönliche Erfahrung ident? Ja, das stimmt in etwa. Aber wie gesagt, das sind schon langjährige Patienten. Schon aus diesem Grund sind sie meistens auch etwas älter. Aber was ich noch sagen wollte, was vielleicht der Herr Professor Bach erklären kann, zum Teil sind wir Patienten auch ein bisschen schuld, sage ich einmal, weil wir oft, man sieht es oft uns nicht an, wie schlecht es uns geht. Und mir hat ein Professor gesagt, na, hätten Sie doch gesagt, dass Sie solche Schmerzen haben. Sag ich, ich habe immer gesagt, ich habe Schmerzen. Und wie er das die Aufnahme dann gesehen hat, war der OP-Termin und dann ist es eh gelaufen. Aber wir Patienten machen oft den Fehler, dass wir den Schmerz herunterspielen, aus zwei Gründen sogar. Erstens, uns gegenüber wollen wir die Schwäche nicht zeigen. Dem Arzt will man nicht sagen, dass es uns nicht besser geht aufgrund seiner Therapie, damit er nicht aufgibt. Weil nichts ist schlimmer, als wenn der Arzt sagt, ich weiß nicht weiter. Also so ein gewisses Fassadenverhalten. Und das ist typisch für Frauen. Und das haben wir letztens in unserer Gruppe diskutiert. Und da kommt der Arzt natürlich auch, bekommt einen falschen Eindruck. Das war direkt, an Sie gerichtet. Schmerzen kann man nicht sehen, man kann sie nur kommunizieren. Wir haben keinen objektiven. Und Schmerzempfindung ist von Mensch zu Mensch völlig unterschiedlich. Ganz genau. Und auch innerhalb eines Menschen ist es unterschiedlich, je nachdem, in welcher Lebenssituation ich mich gerade befinde. Man kann es nur kommunizieren. Das ist eine Krux. Es kommt aber noch ein zweiter Aspekt dazu. Gerade wenn wir beim chronischen Rückenschmerz keine ausreichenden körperlichen Ursachen finden, also Befunde, dann haben viele Betroffene die Sorge, dass sie nicht ernst genommen werden, dass sie stigmatisiert werden als eingebildete Kranke, dass man ihnen den Schmerz sogar abspricht. Schmerz ist keine Einbildung. Aber wie kommuniziere ich etwas, was so schwer abbildbar ist und so schwer darstellbar?
Also da ist auch von unserer Seite noch sehr viel zu tun. Und deshalb flüchten sich die Ärzte dann, wenn ich das sagen darf, auch in diese ganze Bildgebung. Ja, weil klar, man versucht, natürlich. Aktionismus, ich tue etwas für den Patienten, es läuft. Letztlich etwas zu zeigen, was man so nicht zeigen kann. Ich glaube nur mit dem Big Data, mit dem, was kommen wird, aber das ist in Wahrheit für mich keine Hilfestellung. Wir werden auch den Schmerz darstellen können. Wir können ja in der Bildgebung mit Schmerzzentren, wie sie reagieren, warum Akupunktur. Wir werden einiges noch in den nächsten 20 Jahren sehen. Sind wir sehr skeptisch. Na, ich glaube, aber das hilft den Menschen trotzdem nicht, weil ich brauche ja keine Objektivierung. Jemand, der bei mir in der Ordination sitzt und sagt, ich habe Schmerzen, hat Schmerzen, in welcher Form er es auch immer empfindet. Die Frage ist, ob sozusagen die sprechende Medizin verloren gegangen ist, die Aufmerksamkeit verloren gegangen ist und dass eigentlich die Wichtigkeit meines Vis-à-vis verloren gegangen ist. Jemand sitzt dort und sagt, ich habe Schmerzen. Damit ist sozusagen das Entscheidende. Eine Frage so ein bisschen auch in Richtung Abschluss. Ein ernstes Thema, wenn Sie versuchen, alle drei so... Was würden Sie als Rat geben, ich sage immer dazu Do's and Don'ts, was würden Sie Menschen, die in dieser bedauerlichen Situation sind, empfehlen, mach das und mach das nicht? Darf ich vielleicht gleich mit Ihnen anfangen? Was wäre Ihre Empfehlung? Es gibt kein Kochrezept für chronische Erkrankungen. Ich möchte Betroffene ermuntern, dran zu bleiben, sich in Bewegung zu setzen, einen Weg zu suchen aus diesem Dilemma heraus, durchaus Expertinnen und Experten zu Rate ziehen, aber letztendlich an der Selbstkompetenz zu arbeiten. Das heißt, ich selber kann meinen Schmerz beeinflussen lernen. Das ist mein Credo. Was soll man auf keinen Fall tun? Zu schnell glauben, dass andere einem den Schmerz wegnehmen können und sich zu sehr auf andere zu verlassen dabei. Ja. Da muss ich recht geben sofort, weil... eine Zeit lang hat es immer geheißen, der Mensch muss keinen Schmerz haben. Man sieht ja immer in der Werbung, Schmerzen sind unnötig, für alles gibt es eine Tablette. Das haben Schmerzmediziner nie behauptet, muss man dazu sagen. Und die Schmerzmediziner schon langsam sagen das, Schmerz, ein chronischer Schmerz wird immer in irgendeiner Form erhalten bleiben, leider. Und das muss man als Patient einmal akzeptieren lernen. Und da was nicht leicht ist, das zu akzeptieren. Wirklich nicht. Und da bräuchten wir massive Unterstützung. Was würden Sie allen, die uns zuschauen, heute als Tu es noch empfehlen, nämlich der persönliche, direkte, an Betroffene Rat? Ich würde nur sagen, tu es, rede drüber, sprech den Arzt an. Und wenn der Arzt nicht zuhört, es gibt andere Ärzte auch. Leider gibt es fast nur Wahlärzte, aber trotzdem, es gibt immer wieder Stellen, wo man hingehen kann, mit wem man reden kann, der einen zuhört und der einen ernst nimmt. Und wenn man an einen Arzt gerät, der einen nicht ernst nimmt, dann soll man wechseln. So hart das jetzt klingt, aber anders geht es nicht. Ich würde das sogar mit einem Ausrufezeichen versehen. Und nicht resignieren, nicht aufgeben. Mhm. Und auch die Kompetenz übernehmen. Man kann nicht zum Arzt gehen und sagen, da bin ich, mach mich gesund. Das funktioniert nicht. Auch ein nicht. Wichtiger Satz. Herr Kress, Ihr Do's and Don'ts? Skeptisch bleiben gegenüber allen Versprechungen, dass es ein Allheilmittel gibt gegen chronischen Schmerz. Das allein sollte einen sehr kritisch eingestellt sein lassen, dem Betreffenden, der dieses Versprechen abgibt gegenüber. Und zum anderen sehr vertrauen auf die sprechende klinische Medizin. Es heißt Sprechstunde, nicht Sprechminute. Es heißt Behandlung, Hand anlegen, körperlich untersuchen, nicht fotografieren, röntgen oder magnetisieren. Also Vertrauen darauf, dass ein Arzt nicht schlecht sein muss, wenn er mit seinen fünf Sinnen und dem Gespräch zu einer Diagnose und dann auch zu einer Therapie kommt. Und man darf nicht enttäuscht sein, wenn die Therapie vielleicht nur in der Erklärung besteht, zunächst einmal, dass es nichts Schlimmes ist, dass der chronische Schmerz noch nicht so chronifiziert ist, dass man nicht Hoffnung haben kann, dass er wieder besser wird. Und dass man dafür was tun muss. Also das ist sicher eines der
To-Dos selber aktiv bleiben und sich nicht in der Illusion wiegen, es gibt für alles eine Pille, eine Operation, ich muss gar nichts machen, ich bleibe passiv und die sollen mal schauen, wie sie mich reparieren. Vielen Dank. Damit verabschiede ich mich für heute mit einem Zitat von Sigmund Freud. Wir streben mehr danach, Schmerz zu vermeiden, als Freude zu gewinnen. Das gesunde Gespräch ist in der TV-Thek die nächsten 14 Tage für Sie abrufbar. Die Informationsadressen sind nun eingeblendet. Ich darf mich bei meinen heutigen großartigen und engagierten Gästen sehr, sehr herzlich bedanken. Ich bedanke mich aber vor allem auch bei Ihnen im Namen des ganzen Teams für Ihr Zuschauen. Hoffe, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen und wünsche Ihnen bis dahin viele gesunde Gespräche.